Die heilige Crescentia von Kaufbeuren, fromm, beharrlich und vor allem sehr menschlich soll die einstige Franziskanerin gewesen sein. Eine starke und lebenskluge Ratgeberin für viele. Crescentia gilt als äußerst präsente Heilige, die weit über die Grenzen der Diözese hinaus verehrt wird. Ihr zu Ehren feiern die Kaufbeurer jedes Jahr am 5. Sonntag nach Ostern das Crescentia-Fest. Die heilige Crescentia wird von den Menschen hier in Kaufbeuren sehr verehrt. Das Lebens- und Glaubensbeispiel, das die heilige Crescentia uns zeigt, beeindruckt und berührt Menschen auch heute immer wieder. Und das stelle ich auch fest als Pfarrer hier in Kaufbeuren. Ganz viele Menschen haben ein Crescentia-Bild in ihrer Wohnung hängen, eine Crescentia-Medaille oder kommen regelmäßig ins Crescentia-Kloster und halten die Verehrung der heiligen Crescentia lebendig. Diese tiefe Verehrung der Menschen war auch im Festgottesdienst zu spüren. Mit der Missa Santa Eugenii sang der Chor ein Werk des Komponisten Meinrad Spies, der zu Lebzeiten ein guter Bekannter von Crescentia war. An das Leben der Heiligen erinnerte auch Bischof Konrad Stasa in seiner Predigt. Er betonte, wie schwer es der heiligen Crescentia zu Beginn ihres Ordenslebens gemacht wurde. Trotzdem habe sie vieles ertragen und alles ihr Mögliche für die Menschen vor Ort getan. Wir könnten, so der Bischof, uns auf die Fürsprache Crescentias bei Gott verlassen, sollten aber auch unser Leben selbst nach Gott ausrichten. Das ist nie so, dass uns das einfach übergestülpt wird. Es gibt einen lateinischen Grundsatz, gratia supponit naturam, die Gnade setzt die Natur voraus. Gott will, dass wir mitwirken mit seiner Gnade. Und interessanterweise, ich war wohl in der Lesung sogar zu hören, dass die Apostel erzählten, was Gott mit ihnen zusammen gewirkt hat. An den anderen Orten. Das soll uns hellhörig machen. Also unser Glaube ist eine den ganzen Menschen ganz und gar einbeziehende Sache. Und das kann man nur mit großer Freude tun, weil das ist mir immer meine große Freude auch. Sogar das, wo wir scheitern, das, wo wir nicht zu dem erwarteten Erfolg kommen, das dürfen wir nicht von vornherein sagen, wir müssen das schon anstreben. Aber selbst daraus können wir noch etwas machen. Jesus hat jetzt im Kreuz die Auferstehung gemacht, das Leben. Mit diesen hoffnungsvollen Gedanken würden wir uns im Glauben auf die Unterstützung Gottes verlassen können, so der Bischof weiter. Und auch ein großes Vorbild wie die heilige Crescentia sei für uns Menschen wichtig. Ich denke, sie ist in dem Vorbild, wie sie einfach auch selber mit den Menschen umgegangen ist, sehr liebevoll, was ihre Qualität auch war, dass sie sehr gut hinhören konnte und aus dem Grund dann auch, wie gesagt, mit Gott verbunden, auch entsprechend Ratgeberin war. Und das ist einfach auch ihre große Stärke gewesen. Und das ist auch heute wichtig für uns. Auch das eine, wie einfach der Umgang mit den Menschen war. Die hat sie einfach geliebt und versucht, einfach ihnen Mut zu machen, Freude zu schenken. Und die Freude mit Gott ist einfach auch unsere Stärke. Gestärkt durch die heilige Messe und in Erinnerung an ihre Heilige, ließen die Kaufbeurer das Crescentia-Fest ausklingen. Doch Crescentia wird auch künftig nicht nur für die Menschen hier eine Heilige mit enormer Anziehungskraft bleiben.